Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. So, ihr müsst jetzt einmal die Augen zumachen, rein Zweizylinder, 270 Grad, Naked Bike der Mittelklasse. Und reden wir von einer Yamaha, einer Honda, einer Duke, whatever. Es ist eine Suzuki und zwar mit dem gleichen Motorenkonzept, wie es momentan alle haben, mit einem Parallel-Twin, mit dem Hubzapfenversatz, der nach V2 klingen soll. Und damit herzlich willkommen in diesem Video. So ein gänzlich neu entwickeltes Motorrad, was zufälligerweise zeitgleich quasi rauskam mit der neuen Honda Hornet 57, was auch verbaut wird in einem Enduro-Bike, in der V-Strom 800, ebenso wie in der neuen Transalp. Was ein Zufall, aber es soll hier um die 8S gehen und hier sind meine ersten Eindrücke. So, erste Eindrücke. Ich komme gerade von der G6 S 1000 auf die 8S und wo ist das Motorrad hin? Ich fühle mich wirklich so wie auf dem Fahrrad sitzen, was dann irgendwie auf einmal total nach vorne schiebt. Super interessant. Das Motorrad ist, also wie gesagt, erste Eindrücke, was mir so spontan in den Kopf kommt. Es ist ultra schmal. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schmal. Es sieht auch wirklich klein aus. Es fühlt sich auch so an. Und der Motor ist aber so gar nicht so klein. Also der ist so 4000 Umdrehungen, dritter Gang. So, man merkt dann, ja, müssen wir gleich nochmal testen, ich habe nicht genau hingeguckt, wo er dann abzählt. Auf einmal geht er aber dann auch vorwärts und gar nicht mal so schlecht. Heieieiei. Zum Thema Motor. Wir haben einen komplett neu entwickelten Motor, deswegen sieht er vielleicht auch noch so ein bisschen wild aus und nicht so richtig aufgeräumt. Aber schön, dass Suzuki noch Motoren neu entwickelt und da ist ihnen eigentlich was ganz, ganz Feines gelungen. Wir haben, wie gesagt, rein Zweizylinder, 72 Grad Hubzapfenversatz, knapp 800 Kubik und 83 PS Spitze. Also es klingt wie bei allen anderen auch. Es klingt vor allem sehr, sehr ähnlich zur Honda. Aber dieser Motor ist anders ausgelegt, denn, und das ist jetzt an der Stelle zum Beispiel wichtig, wenn man sich das Bohrungshubverhältnis anschaut, sehen wir bei der Suzuki, dass es mit einem 70 mm Hub im Vergleich zur Honda mit 63,5 mm Hub deutlich langhubiger ausgelegt ist, heißt mehr Drehmoment, weniger Drehfreude, heißt aber in der Regel, wenn es das Getriebe nach hinten nicht vergeigt, mehr Drehmoment und das von unten raus. Und das muss auch der Plan gewesen sein von diesem Motor, denn die schiebt wirklich richtig sauber unten rum raus. Und auch wenn man ein bisschen zügiger Landstraßen fährt, hängt die sofort am Gas. Sie hat, und ich war jetzt ein bisschen am Raten, nochmal so einen richtigen Drehmomentanstieg, so bei, naja, ist immer schwer abzulesen, wenn man Gas gibt, so bei 5,5 oder so, kommt nochmal so ein richtig kleiner Berg oben drauf. Und da geht die richtig gut. Und auch wenn man die Durchzugswerte von diesem Motorrad betrachtet, vor allem im direkten Vergleich mit der Honda, es soll jetzt kein Vergleichsvideo sein oder Honda-Bashing, es wird ein direktes Vergleichsvideo der beiden Bikes kommen. Ein paar Parallelen ziehen wir jetzt schon. Also im direkten Vergleich mit der Honda wird die immer bessere Durchzugswerte haben. Einfach weil die deutlich mehr auf Drehmoment ausgelegt ist. Da vorne fahren wir jetzt die Kurve, können wir locker im zweiten. Wir nehmen mal den dritten. Verschalten oder unbekanntes Terrain. Eieiei. Boah, ich sehe auch noch gar nichts. Jetzt sehe ich wieder was. Ui, ist das Gegenverkehr. Ja, bei 5,5. Witzig. Ja, nächste Kurve, so. Zweiter Gang diesmal. Kurzer Schlag vom Quickshifter. Ne, ist nicht schlecht. Also es gibt Bikes, die viel mehr Geld kosten, die viel schlechter aus so Kurven rauskommen. Also like really viel schlechter. Wir fahren jetzt im zweiten, das ist dann eher der richtigere Gang. Traktionskontrolle haben wir, oder? Ja, jetzt ziehen wir vor dem Kabel.
Schon cool. Also, ich sag mal so, leistungstechnisch und fahrwerksseitig kann man größere Bikes ärgern. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ihr seid mit sowas als jetzt eher Fahranfänger oder so, seid ihr viel besser bedient als mit der großen. Man merkt halt dann natürlich dann obenrum schon, und das war mal bloß auf der Autobahn, so jenseits der 140 oder so, merkt man schon, da geht ja langsam die Puste aus. Wir haben halt auch nur 83 PS, darf man nicht überschätzen. Aber sie überflügelt halt ihre Vorgängerin, wenn es denn so ist, die SV650, dann doch bei weitem, was das angeht. Und man kommt schon auch gut vorwärts dann, so ist es auch nicht. Also es funktioniert auch da noch gut. Und wie gesagt, ich denke, so bis 7000 Umdrehung wird die immer mehr Leistung und mehr Drehmoment haben als die Hornet. Und das hat Suzuki wirklich, wirklich gut ausgelegt. Vor allem, da kommen wir später noch drauf, mit dem Getriebe. Die Kombination Motor mit Getriebe passt in dieses Einsteiger 800 Kubik Mittelklasse Ding perfekt rein. Haben die wirklich, muss man einfach sagen, muss man Suzuki loben, wirklich gut gemacht. Was man vielleicht auch erwähnen muss, ist, dass sie die Verdichtung relativ hochgeschraubt haben. Warum muss man das erwähnen? Naja, Verdichtung zu erhöhen ist eine Möglichkeit, Leistung zu generieren, und eine von den billigeren. Also man muss eigentlich nur gucken, dass die Ventile so 10, 20 Grad vor und nach OT zum Kolben richtig laufen, eingestellt sind, dass die sich nicht Hallo sagen. Dann kann man Verdichtung, mit der Verdichtung relativ einfach Leistung generieren, mit dem Nachteil natürlich, dass wir auch thermische Belastungen haben, die nicht so toll sind. Honda hat es nicht, Honda glaube 11:1, und die müsste bei 12,5:1 oder so liegen. Das heißt, für mich könnte man schlussfolgern, Honda hat die Hausaufgaben besser gemacht, heißt vielleicht eher mal Reibungsminimierung zum Beispiel sich angeschaut und versucht da die Leistung zu generieren und nicht halt über die Verdichtung. Sei es drum, so wie sie ist, fährt sie gut, der Motor geht gut und man ist auf der Landstraße damit gut aufgehoben. Man kann Vollgas geben, man kann öfters mal Vollgas geben und ist dann im Bereich, wo man sagt, okay, kurz vor einem Monat spazieren gehen, wo halt wirklich die meisten fahren. Und in dem Bereich hat man auch richtig Bock mit diesem Bike, weil sie so leicht fährt und weil sie dann doch so gut geht. Denn was man natürlich erwähnen kann, ist, dass sie zwei Ausgleichswellen hat, die in so einem Dreieck angeordnet sind. Vielleicht kommen auch diese komischen Verzierungen, da kommen wir auch noch drauf, deshalb davon. Aber sie läuft relativ vibrationsarm. Nicht komplett. Gerade jetzt in höheren Drehzahlen merkt man schon, dass sie noch vibriert in Fußrasten. Aber sie läuft solide. Es ist nicht, dass es so sich übermäßig schütteln würde oder so. Also auch das haben sie wirklich gut hinbekommen. Thema Fahrwerk, ja, wir haben einen komplett neu entwickelten Rahmen. Wir haben 130 mm vorne wie hinten und halt diese Hausmannskosten. Ja, da ist nichts einstellbar, aber man muss ja auch sagen, wer macht das schon? Ne? Also wenn man jetzt nicht auf die Rennstrecke geht oder nicht komplett außer Norm rausschießt mit Gewicht und Größe, dann muss man so ein Fahrwerk auch nicht einstellen, wenn die Basis, die da ist, gut ist und gut eingestellt ist. Wir haben 41 mm Standrohrdurchmesser, 130 mm Federweg. Ja, da könnte noch ein bisschen mehr Gabel da sein, vor allem in den Bereichen, wo man da ein bisschen langsamer durch die Stadt fährt, merkt man das dann schon. Ja, können wir sich ein bisschen mehr Laufruhe wünschen. Dann wird ja auch ganz gut durchgeschüttelt. Da spricht die Federung noch nicht so super sensibel an. Ja, aber ist okay. Ist okay, kein Totalausfall. Ich glaube, es ist auch bisher kein Motorradteil abgefallen. Alles gut. Aber was ja den Leuten meistens wichtiger ist, ist, wenn man sich ein bisschen sportlicher bewegt, dann funktioniert das Fahrwerk. Hat mich sehr stark von der Art, wie es funktioniert, an die Duke 97 erinnert, weil es einfach wirklich gut funktioniert hat. Der Radstand ist ein bisschen länger, mir persönlich hat es jetzt getaugt. Und man muss sagen, sie fährt ebenso wie die Honda schon auch brutal handlich. Klar, vorne 120er, hinten aber ein 180er Reifen. Aber fährt nicht weniger handlich, liegt dafür in der Kurve echt besser. Also liegt wirklich sehr vertrauenswürdig in der Kurve, hat nicht übers Vorderrad geschoben. Es gab leichtes Lenkerschlackern, klar, beim Gasgeben aus der Kurve raus. Ist natürlich jetzt kein monstermäßiges Fahrwerkssetup. Die Klemmung könnte ein bisschen dicker sein, der Lenkungsdämpfer ist nicht da. Schon klar, ist Mittelklasse. Aber dafür macht die das einfach saugut. Muss man einfach sagen. Obwohl sie, wenn ich hier gerade dran tippe, vielleicht manchmal ein bisschen top-heavy ist, weil wir halt hier tatsächlich einen echten
einen echten Tank haben. Die meisten haben nur das Airbox-Abdeckung und den Tank irgendwo hier unten, weil sie Fallrohre benutzen für die Airbox, ist hier nicht der Fall. Passt, aber finde ich irgendwie cool, fühlt sich gut an und man hat so die schöne Kühle an den Beinen im Sommer. Aber lässt sich schön von links nach rechts umlegen. Ziemlich präzise, ehrlich gesagt. War fast wie geplant. Doch, guck mal, hält auch die Linie dann ganz gut. Auch immer hier ein bisschen spitzer einlenken. Sau gut. Sau, sau gut. Also macht das Fahrwerk gut mit, macht das Bike gut mit. Das schwimmt jetzt nichts. Schon gut gelöst. Und von den Bremsen her haben wir halt ein Nissin, was es nicht per se schlecht ist, von oben bis unten. Oben nicht radial, unten ist sie radial und 310 mm Bremsscheiben, genauso wie bei der großen Schwester, obwohl sie ja, glaube ich, 20 Kilo oder so weniger wiegt. Hat auch ein bisschen einen besseren Initialbiss, der war gar nicht mal so schlecht. Mit einem Losbrettmoment, okay, das könnte man ein bisschen kritisieren, dass wenn man dieses, wie die Gabel dann kurz so einzuckt, das war nicht immer optimal. Also gerade wenn man in der Kurve nochmal nachkorrigiert hat, hat sie dann so ein bisschen reingezuckt. Aber vor allem dieses links nach rechts, dieses Kurvensurfen mit ein bisschen Elan und Spaß und so, das macht die wirklich saugeil. Also für so ein kleines Motorrädchen, und so fühlt sie sich auch an, das ist ja das Komische, macht sie sehr, sehr gut. Gewicht hat sie, glaube ich, 202 Kilo. Ich glaube, der dritte Gang ist so der Gang für alles. Schön rüberzirkeln. Oh, die fährt sogar so klein wenig auf der Bremse, die Kurve reinfährt. Macht ihr das echt noch gut? Nimm mal aufpassen, die zieht ein bisschen zu, aber. Ey. Ne? Also. Auch ein Motorrad, was ja super viel Vertrauen schenkt irgendwie. Die zuckt manchmal auch hier ein bisschen. Wird nicht das Leistungsfluss sein, ist halt, wenn man in der Schräglage ans Gas geht, dann zuckt die vorne, zucken die so ein bisschen vorne. Muss ja mal eine knallen oder einen Lenkungsdämpfer draufschrauben oder damit leben, aber geht schon. Aber fährt sich also unauffällig gut, und das ist, glaube ich, das beste Lob, was so einem Motorrad geben kann, ist, wenn du sagst, ey, da passiert nichts. Ne? Also die pumpt hinten nicht, und sind wir ehrlich, ich bin jetzt auch schon im Pummel. Die müsste pumpen hinten, macht sie aber nicht. Vorne ist sie nicht übernervös oder schlackerig. Man konnte in der Kurve noch ans Gas, in der Kurve noch an die Bremse gehen, und das Vorderrad war okay, war ein bisschen stark, so das Loslaufen war ein bisschen überraschend, aber hey, also für den Preis, das kostet keine 9000 Euro, steht doch da vorne irgendwo drauf, oder? Wir gucken hier, 8900 Euro, für den Preis kriegt man, also es geht gut vorwärts, es fährt sich gut. Es fährt sich einfach und es fährt sich, ich sag's jetzt einfach, besser als die Honda. Jetzt kommen wieder alle Honda Boys. Ey, du hast die Honda. Überhaupt nicht. Aber die ist halt besser. Viel mehr bauchiger, so vom Drehmoment her. Schön, I like that. What a view. Ja, es ist nochmal ein Schritt zu einer Tuono 660, zu einer Duke 97 oder 98. Da geht schon mal ein gutes Stück nach oben dann. Aber für das, was sie ist, für den Preis von, ich habe vorhin beim Fahren gelesen, 8.900 Euro neu, ist es wirklich gut gemacht, und damit kann man wirklich einiges machen. Keiner wird damit auf die Rennstrecke gehen, dafür ist das Bike so 100% gar nicht gebaut, was vielleicht auch die Überleitung zum Getriebe sein könnte. So zur Sitzhöhe, also angegeben sind meine ich 810 mm. Der Sitz ist sportlich straff, vor allem hier vorne. Manchmal mogeln die einen so eine tiefere Sitzbank unter. Ich weiß nicht, ob das hier der Fall ist. Man sitzt nämlich relativ tief. Also ich habe das Gefühl, dass ich, weiß ich nicht, sehr, sehr tief ist. Das Motorrad selbst fühlt sich sehr, sehr klein an. Ihr wisst ja, ich habe eigentlich kurze T-Rex-Arme, kommen hier natürlich super an den Lenker. Der ist jetzt wahrscheinlich, also der ist tatsächlich zu schmal jetzt für mich. Aber es passt prinzipiell schon noch. Und der Kniewinkel ist interessant, auch von der Haltung her. Sie sagt dir, also du kannst damit, glaube ich, alles machen, aber sie sagt dir so ein kleines bisschen schon, du kannst mich auch sportlich fahren. Das ist echt nett gemacht. Man hockt
schon tief integriert. Der Lenker fühlt sich, ihr habt das Ergonomie-Video gesehen, ein bisschen hoch an, aber wenn man ehrlich ist, ist es auf Höhe vom Bauchnabel, also eigentlich passt es. Ich konnte die auch relativ schnell dann gut bewegen und habe mich auch zu Hause gefühlt. Also auch ergonomietechnisch macht Suzuki hier einiges richtig. Auch wenn nur die Hebel einstellbar sind, schwarz sind sie zumindest schon mal. Also wirklich auch da viel richtig gemacht. Ja, lediglich mit dem Thema Gewicht ist halt so eine Sache. 202 Kilo in der Klasse ist halt schon heftig. Ich überlege jetzt, was die Streetie, die wir zu Hause haben, wiegt. Die hat 20 PS mehr und wiegt halt, glaube ich, 19 Kilo weniger oder so. Ja, da muss man sagen, komm, Leute, die paar Kilos findet ihr noch irgendwo. Ne? Und wenn es der Seitenständer ist, so. Aber irgendwo die paar Kilos muss man einfach finden, Suzuki. Da ist es nämlich so, dass, ich versuche es mal bewusst negativ auszudrücken, für den Nürburgring und Hockenheim wäre es das falscheste Getriebe, was man sich so wünschen kann. Für die Hausstrecke ergo mit das Beste. Warum? Ich habe es in anderen Videos ja schon erklärt, wie bei der großen Schwester, vielleicht einfach oben nochmal reingucken, warum das so wichtig ist. Denn der Motor generiert Leistung, aber nur die Abstufung von Getriebe, von Primär- und Sekundärübersetzung, bewirkt quasi, was im Endeffekt dabei rauskommt. Und das macht sie so gut, denn wir haben, sag ich mal, auf der Landstraße zwei Szenarien. Ihr seid entweder auf eurer Hausstrecke und kennt jede Kurve, oder ihr seid irgendwo im schönen Geläuf, und kennt euch nicht aus. Jetzt seid ihr auf der Hausstrecke und, so mehr ehrlich, ihr bewegt euch zwischen 70 und 120 km/h in dem Bereich. Das heißt, hier nehme ich den dritten Gang und ich habe immer Punch. Ich habe einfach immer Punch und halt immer früher als die Honda, wenn man es damit vergleichen möchte. Das passt einfach richtig gut, weil ich immer in diesem Bereich bin, wo der Motor Dampf hat. Jetzt seid ihr irgendwo, wo ich nicht auskennt. Jetzt fahrt ihr die Kurven, die nicht einseitig sind, auch ein gutes Stück weit langsamer. Und nehmt den zweiten Gang und bewegt euch vielleicht nur noch von bis 100 km/h oder so. Von 50 oder 60 bis 100 km/h. Und auch da, das Ding liegt wieder genau in dem Drehzahlband, wo es liegen muss, wo der Motor richtig schön Druck hat. Und das macht Suzuki in dem Fall von der Abstufung her alles richtig. Bei der Honda habe ich gesagt, sie ist mir zu kurz übersetzt, was auch irgendwie stimmt im Vergleich mit den Bikes, die ich halt sonst so fahre. Im Vergleich mit ihr ist die Honda halt einfach unnötig lang übersetzt. Was man sich hier noch wünschen könnte, hat sie, glaube ich, jetzt nicht gehabt, was mir nicht aufgefallen ist, dass die Drehzahl merklich absinken würde bei im sechsten Gang. Das heißt, diesen Overdrive hat sie nicht zum Benzinsparen. Vielleicht der einzige Kritikpunkt am Getriebe soweit. Sie hat auch einen Quickshifter up and down, glaube ich. Ja, habe zumindest nicht gekuppelt. Der war, gut, das sind Zweizylinder, die sind ein bisschen anfälliger, aber der war jetzt nicht immer so optimal, da gab es wirklich bessere, aber er ist immer mit dabei, im Preis enthalten. Deshalb will ich da, mich da nicht allzu sehr beschweren. 50 im sechsten, ja. Fühlt sich strange an. Auch hier ist noch so ein bisschen traktormäßig. Ja, hier wäre sie dann am Gas. Ab 4000, ich habe 5,5, legt die nochmal richtig Kohlen nach. So richtig sprunghaft. Da bin ich mal gespannt, wenn ich daheim das Diagramm auspacke, ob man das sieht. Aber da merkt man richtig so, wie die nochmal so einen Schwurm nach vorne macht. Thema Elektronik ist wie bei der großen Schwester, also gerne auch nochmal hier oben reinklicken. Wir haben eine Traktionskontrolle einstellbar, wir haben Fahrmodi, Fahrmodi, ABC, A für Akro, C für Komfort, aber halt nicht schräglagenabhängig. Aber dafür ein neueres System, heißt, die Systeme haben schon vorgespeicherte Werte, die allerdings halt in Schräglage nicht mehr funktionieren oder euch nicht helfen können. Dann aber noch so wie die alten Systeme regeln, heißt, wenn ihr dann, wenn die Kurbelwellengeschwindigkeit von Radgeschwindigkeit zu stark abweicht, dann greifen die ja trotzdem noch ein. Ob man das erwarten kann in der Klasse, vermutlich jetzt nicht. Aber zumindest heißt eine TC, hatte ich früher nicht auf meinen Bikes, ging auch und zumindest hat die eine. Und wie gesagt, die eine in Hockenheim hat mir schon mal auf der Super Duke, hat mir dann schon mal ein Popo gerettet. Deswegen ist da. Display, super schön ablesbar. Können wir auch auf eine GSX S1000 bauen. Warum das nicht so ist, keine Ahnung. Ja, finde ich doch ganz cool, auch mit allen Infos, die man so im Leben gebrauchen könnte. Und auch hier, genau wie bei der großen, die Schalteinheiten schön designt. Thema Sonstiges. Ja, ich sage immer, dass Suzuki nicht so toll verarbeitet ist wie andere. Da läuft Suzuki die Honda ja fast schon ein bisschen den Rang ab. Denn dieses Bike ist soweit eigentlich
echt gut verarbeitet. Wir haben Sachen wie hier diese Abdeckung vom Lenkkopflager und so, und das ist auch alles sehr dünn hier vorne, was ein bisschen günstiger dann aussieht. Aber zum Beispiel Sozius-Rasten, wer sie dran lassen will in schwarz, finde ich schon mal gut. Auch hier bei der großen haben jetzt auch viele Bikes der Haken für Gepäck. Und ringsrum finde ich es gar nicht schlecht. Was mir jetzt aufgefallen ist, ist natürlich bei dem Kennzeichenträger, der hat das Rücklicht mit drin. Wird interessant, wenn man den dann umbaut, was da so für Lösungen gibt. Aber da findet sich auf jeden Fall was. Und wie gesagt, ein 14 Liter Tank müsste das sein. Mit dem Verbrauch, den sie hat von unter 5 Litern, kommt ihr da wirklich weiter mit. Ja, Design ist immer so eine Philosophiefrage, was einem mal gefällt und was nicht. Ist immer so, die Lampenmaske erinnert mich doch ein bisschen stark an meine Super Duke, an das erste Modell. Und was ich halt echt furchtbar finde, jetzt kommen die älteren Zuschauer. Wer kennt noch Manta Manta? Diese Dreiecke hier. Also, safe waren die da irgendwo und haben gesagt, ey, wir müssen mit dieser Kühlabdeckung, da müssen wir jetzt irgendwas machen. Und weil unsere Ausgleichswellen im Dreieck angeordnet sind, mit der Kurbelwelle, machen wir da so Dreiecke rein. Das sieht exakt so aus wie das Ding bei diesem Auto von Manta Manta. Und der Film ist echt alt. Geht so cool. Und hier vorne drin sind die dann nochmal und das Plastik ist auch nicht 100% und das Zündschloss auch nicht. Sei es drum. Generell ist es ein gut verarbeitetes Motorrad. Und wie gesagt, es ist ein gut funktionierendes Motorrad vor allem, was den meisten ja wahrscheinlich auch wichtiger sein dürfte. Aber ich denke, hier machst du das gleiche überall ja mit Spiegeln, Blinkern, diesem netten Kennzeichenhalter, Sozius-Abdeckung, fertig ist der Lachs. Und das ist ein ordentliches, schönes Einsteigermotorrad. Vielleicht ein paar Stahlflex-Bremsleitungen drauf, die fehlen. Dann bist du mit den ganzen Umbauten. Ja, bist du unter 10.000 Euro und hast ein individualisiertes, schönes Bike. Die neue V-Strom 800 hat ja den alten Masters-Test beim Motorrad gewonnen. Gönne ich ihr auch, alles super. Ist natürlich so, da werden immer neue Bikes getestet. Ne? Also alte Bikes dürfen dann nicht mehr antreten. Aber trotzdem, sie hat gewonnen und die hat den gleichen Motor wie diese. Und die Frage ist, ist Suzuki zurück? Sind die zurück mit der GSX 8S und der V-Strom 800? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein deutliches Hallo, uns gibt's noch. Und Hallo, ja, wir entwickeln sogar noch Motorräder. Und die sind nicht schlecht. Ja, es gibt vielleicht versteckte Kritik, dass der Motor vielleicht nicht so super schön aufgeräumt aussieht. Ist halt eine neue Entwicklung. Dass hier und da ein bisschen zu viel Plastik vielleicht mal ist. Ja, das ist bei den anderen aber auch alles so. Aber sie sind zurück mit einem Motor, der sich gut anfühlt und der für die Landstraße meiner Meinung nach mit dem Getriebe wirklich schön ausgelegt ist, der sich sportlich bewegen lässt, vielleicht nicht im äußersten Grenzbereich, aber wer macht es schon mit so einem Motorrad, ne? Und wer kann das schon? Ich kann es nicht. Wenn ihr das könnt, dann müsst ihr euch was anderes kaufen, aber ich kann es nicht. Von dem her finde ich das so, wie das Bike ist, cool. Ja. Das war's eigentlich. Lasst mich gern, also mir hat's Bock gemacht. Mir hat's richtig Bock gemacht, mit dem Ding zu fahren. Falls ihr Besitzer seid, lasst mich gern eure Erfahrungen wissen. Falls es euch interessiert, lasst mich eure Fragen wissen. Und wenn nicht, nehmt natürlich den Daumen hoch und jedes Feedback gerne an. Das hilft beim Algorithmus an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und ansonsten bis zum nächsten Video.